Ich wünsche einen wunderschönen. Wir sind wieder bei Final Fantasy VII Remake und sind oben angekommen und müssen jetzt ins Shinra-Hauptgebäude, wo wir uns auch auf den Wegchen machen. Alles klar, Treppchen hier runter. Ich glaube, eingesammelt hatte ich ja alles, oder? Ich bin mir da gar nicht so sicher, aber gehen wir mal davon aus. Das ist nämlich jetzt ein paar Tage her. Die haben sich vollkommen verbarrikadiert. Ich fühle mich geehrt. Wir sind sicher nicht deren einzige Feinde. Denk an die Hauptgruppe. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auch Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. Mich würde es nicht wundern, bei dem, was Shinra alles anrichtet, dass Wutai den auch an den Kragen will. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Kisten! Gleich wird's ungemütlich für die, das verspreche ich. Wir sind hier, um Aeris zu retten. Nicht für deinen Rachefeldzug. Feindkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im Geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampf ablassen, verdammt nochmal! Hitzköpfiger als ein Bomber. Ich glaube, Berit, du wirst noch dazu kommen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube nicht, dass wir da bis zu Aeris hinkommen, ohne dass sich uns irgendwas in den Weg stellt. Das ist, glaube ich, nicht. Auf keinen Fall. Okay, warte mal. Hier ist noch Kiste und noch kleine Kisten. Nehmen wir natürlich mit. Super Trink. Alles klärchen. Lass mal rennen hier. Super Trink passt nicht mehr ins Inventar? Was? Okay. Ich sollte die vielleicht mal öfters einsetzen. Zauberäther. Hier noch irgendwas Interessantes drin. Nicht mal was im Angebot. Oder sonst noch irgendwas? Ah. Standardgedöns halt, ne? Materia ist auch nichts Neues. Na, na, na. Alles klärchen. So, wie sieht's denn mit unserer Gesundheit aus? Ich glaube, wir sind voll. Wir sind komplett voll. Auch Mana-Punkte, alles voll. Brauchen wir uns nicht setzen. Welche Schirm? Super Trink. Alles klärchen. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Hier jedenfalls nicht. Da. Da. Den runter da. Dim. Also irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir rennen den mitten in die Falle, aber... Warte. Das Haupt oder eben. Da drüben. Ein Fahrzeug von Shinra. Mir nach. Na, Berit? Klingt, als wird die Hose schwer. Naja, müssen das die Wachen nicht sehen, wenn wir da auf dem Dach sitzen? Ja, warten. Das müsste eigentlich auffallen, ne? Draußen alles okay? Hier? Alles okay. Hier auch? Sehr gut. Gut, könnt weiter. Der Kontrollpunkt wäre das Schild. Okay. Ups. Bitte, lass bloß keinen fliegen. Bloß was nicht. Was wollt ihr hier? Was muss das machen? Oh, ja, okay. Keiner hat euch erlaubt, hier rumzuschießen. Schwertsturm, fertig. Wir haben hier Feuer drauf, dann geilert schon. Mach nochmal Schwertsturm, fertig. Das sollte reichen. Was ist da los? Bist du mal. Widerstand ist zwecklos. Noch mehr? Okay. Können wir nicht einmal so ein Motorrad nehmen hier durchrasen? Ist ja gut, wir machen ja schon. Immer mit der Ruhe. Impuls. Wie viele sind da? Okay, warte mal. Berit? Du, ich hätte mit Berit gerne mal wieder eine neue Waffe. Irgendwie hat er hier nur Mist, aber... Hier hauen wir eine Schockschosse hin. Und Tifa, du wirst auch einmal auf Hochtouren. Hier!
Und du, Cloud, du haust einfach mal deinen Schwertsturm rein. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau, schon sind wir durch. Der Ausgang müsste weiter hinten sein. Jupp. Allgemein für eine Tiefgarage ist das hier ziemlich... Erstens dunkel? Sehr dunkel? Und zweitens doch schon ziemlich verwinkelt, ne? Wie wollen die mit ihren Fahrzeugen denn hier auf die Parkplätze kommen? Okay. Hey, was ist los? Kein Kontakt zur Zentrale mehr. Haben die... Okay, Tifa, du musst noch einmal auf Furcht tun. Und du machst einmal den Mutangriff. Zieh dich! Sehr schön. Ah, das sind doch keine Gegner hier. Da sind ja noch mehr. Soldat Rang 3 Soldat B. Alles klar. Und tschüss! Okay, einmal Schwertsturm. Okay, einen Moment. Bert, du wirst einmal Mosin wieder auf Claudi. Claud, wo haust du hin? Und du machst nochmal Schwertsturm. Gut, dann machst du eben Mutangriff, wenn die so hartnäckig sind. Geht doch! So darf's weitergehen. Finde ich auch. Das ist Auto. Okay. Also ein bisschen Nostalgie wäre, ne? Schön. Okay. Gate 2. So, ich sollte hier nicht so durchrennen wie Bekloppter. Ich meine, ich sehe zwar aktuell nichts, aber hier könnten ja auch Kids. Kisten stehen, wollte ich sagen. Was wollen wir hier? Heute steht oder sowas. Bei dir steht Brei auf dem Idiot. Okay, nochmal Schwertsturm. Einkesseln! Ah, komm, Moment, da ist eine Kiste. Ich hab sie gesehen. Okay, Impuls, nix Impulshieb, Schwertsturm. Okay, Tieferchen, dann machst du einmal Hochturm auf den Wachhund. Und du, Cloud, du machst nochmal Schwertsturm. Das sollte reichen. Runter! Alles geht. Schluss! Das war's! Ich kann noch was. So, und du, Beret, mein Prinzesschen, du machst nochmal Vitra auf Cloud. Sehr schön. Eine Dusche wäre jetzt nett. So, Moment, hier war eine Kiste. Die möchte ich schon gerne mitnehmen. So viel zum Thema Reinschleichen, ne? Molotow, Feindkontakt vermeiden. Ja, haben wir super hingekriegt. Hier kommen wir nicht rein. Steht aber sonst nichts weiter. Den mal durch hier. Okay, da sind Schildbubis. War ein Moment. Okay, hätte ja sein können, dass hier noch was stehen, ne? Das kriegen wir gleich hier mit Feuer da. Kein Schritt weiter! Okay, Tiefer. Ich glaube zwar nicht, dass es klappt, aber wir probieren es mal mit Hochtouren. Konzentrier dich. Das klappt besser als gedacht. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ich weiß, sie sind allergisch gegen Feuer, aber ich würde gerne mal Areruga probieren. Vielleicht fliegen deren Schilde ja weg. Okay. Ich habe gerade überhaupt nichts gesehen. Voll lauter Happen. Gut, das hat funktioniert. Schön. Okay, brauchen wir zwar jetzt nicht wirklich trotzdem. Hau mal den Automisator rauf, denn ist er erledigt. Ich will dich leiden sehen! Das war's. Hoffentlich haben die uns nicht gemeldet. Verschwinden wir von hier. Da müssen wir gleich rein. Ich glaube nicht, dass die noch zum Melden kamen, ehrlich gesagt.
Okay, hier ist aber auch nichts weiter. Mal ganz ehrlich sagen, gucke mal. Gut, dass ich mich hier nochmal umgucke. Die Kiste, da habe ich gesehen. Jojo, hier ist... ich weiß es nicht. Bei Shinra ist man sonst alles so hochmodern mit Hightech Megatrank. Und dann steht hier so eine olle Uldi-Schaluppe. Okay. Okay, wir werden ja wohl eine Bank finden. Ich will jetzt keine Tränke verschwinden. Ist der Wachraum? Kommen wir da rein? Nein, schade. Okay, Treppe des Rollens. Hier ist sonst auch nichts, ne? Ne. Wir nehmen natürlich die Rolltreppe, wie sich das gehört. Oh Gott, da kann ich nur langsam laufen. So, wir sind im Shinra-Hauptgebäude. Das ist doch schon mal was Schönes. Ja, so modern haben sie es hier, ne? Sehr modern. Shinra-Gebäude-Foyer. Alles klärchen. Wie ausgestorben. Was mich wundert. Ja. Hast du eine Idee, wo sie Aeris festhalten? Hab ich. Vermutlich in der Forschungsabteilung. Und wo ist die? Oben. Denke ich mal. Ganz oben. Was? Denkst du also? Gucken wir am Empfang. Vielleicht finden wir da was. Wieso ist das hier so leer? Ich meine, die ganze Tiefgarage war voll mit Soldaten. Ganz nett eingerichtet. Dieser Angeber. Irgendwann wird dieser Protzbau zerbröseln. Dafür sorge ich schon. Aber bitte nicht heute. Mal gucken. Ich meine, wir gehen sofort hin. Da ist noch eine Kiste. Aber ich meine, hier müssen doch eigentlich überall Wachen sein. Ich meine, in der Tiefgarage waren auch überall welche. Eine Mugri-Medaille, als wenn die uns jetzt was bringt. Ja, guck mal, da. Deswegen diese Uldi-Nobel-Schlitten. Shinra sammelt Fahrzeuge. Sieh mal, wahrscheinlich haben sie die selber gebaut. Und das sind deren Meisterwerke. Eine Laserbarriere. Die löst sicher Alarm aus. Diese ollen Spielverderber. Sehen wir mal oben nach. Jo, tun wir. Und? Wie kommen wir rauf? Entweder mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Hättest du wohl gerne, Berit. Alleine schon für die Beschwerde nehmen wir die Treppe. Da kannst du aber einen drauf lassen. Ah, guck das mal an. Das sieht genial aus. Das sieht wirklich genial aus. Wenn ich weiß, wo Treppe und wo Fahrstuhl ist, aber das finden wir schon noch. Eins nach dem anderen. Wirklich wie leer hier, ne? Kein Mensch hier. Kommen wir da rein? Benötige eine autorisierte Schlüsselkarte. Okay. Ich meine, da drin ist ein Schutzschild. Können wir nicht hier über die... Ah, ich glaube nicht, ne? Hier ist nichts, wo wir rüberklettern können. Quest sagt auf jeden Fall hier durch. Hier brauchen wir aber bestimmt auch eine Schlüsselkarte, oder? Jo. Ohne Schlüssel kommen wir wohl nicht drauf. Hier werden anscheinend Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Am Empfangsschalter! Ja, super! Kommen wir ran. Vielleicht geht's ja von oben. Guck mal. Wenn man sich die Lampen entlanghangelt, geht's vielleicht. Das sag ich doch. Warum denn nicht gleich so? Also mich tragen die nicht. Ich versuch's mal. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Schieb ihr in der Zwischenzeit Wache. Ja gut, das kann durchaus stimmen. Also Berit definitiv nicht. Der reißt er alles zu Boden. Okay, okay, probieren wir es mal. Ich versuch mal mein Glück.
Fall bloß nicht runter. Wird schon schief gehen. Hoffen wir mal, ne? Danke. So, den hier lang. Aber ich komme doch niemals. Ne, so weit gesprungen komme ich nicht. Den Fisch habe ich hier drauf. Oder? Geht nicht? Ne, ich kann nur da lang. Tiefer! Ei. Bist du okay? Hab ich mich erschreckt? Was für ein Zufall. Ich kam woanders gar nicht lang. Woanders habe ich das Spiel nicht lang gelassen. Shinra 516. Alles klärchen. Wir müssen uns hier noch umgucken. Schön auf dem Auto rumlatschen. Wunderbar. Aber warte mal. Wir finden hier schon was. Was voll cool. Das sind bestimmt... Guck dir mal hier die Modelle an. So. Die ganzen Errungenschaften von Shinra, die sie hier ausstellen. Das ist voll cool hier im Hauptquartier. Guck mal, hier ist eine Kiste. 2000 Gil, ja, die nimmt man doch gerne mit. Warum auch immer mal hier eben so 2000 Gil rumstehen. Was für kommen wir hier ist. Ja, wir sind jetzt natürlich hinter der Barriere. Warte mal, ich kann hier auf die einzelnen Autos klettern. Vielleicht muss ich nur das Richtige finden. Aus irgendeinem Grund kann man das garantiert. Was sind nur die zwei, ne? Oder drei? Ah, warte mal. Warte mal, das hier ist nicht ohne Grund. Jetzt sieh mal einer an. Warte mal, ich komme hier rüber. Da ist eine Kiste, wir gehen auf jeden Fall hier rüber. Auf jeden Fall. Aber wie kommen wir da lang? Die Mucke hier. Ein bisschen wie beim Mission Impossible, ne? Okay. So, die hätten wir auf jeden Fall. Mega-Handschuhe. Ja, warte mal. Das ist tiefer, oder? Hat sie überhaupt die Fähigkeit? Ja, die hat sie. Das war Kampfrauschsphäre. Und hier... Die sind rosa! Und hier hätte sie 5 drin. Aber eigentlich sind die geskillt. Die nicht. Hier sind 4 drin. Rechtschaffende Faust. Ein rascher Frontalangriff. Erhöht Schaden bei Gegnern im Schockzustand. Ich müsste mal gucken. Also die würde ich schon gerne... Ein Moment. Waffenmodifikation. Tiefer. Die Pink Lady Handschuhe. Ich habe ein Problem mit der Farbe Pink. Ich weiß nicht warum. 3 Kernchen. Okay. TP Maximum. Schnelligkeit. Jo, kritische Trefferrate. Kritischer Trefferschaden ist gut. Warte mal. Schnelligkeit auf jeden Fall. Warte mal, bevor ich hier weiter skill. Zusätzlicher Materia Slot. Wir haben 2. Okay, die gehen mich vor. Die gehen mich definitiv vor. Da, den einmal. Sehr schön, haben wir genauso viel wie auf der anderen. Hier hatten wir nämlich auch. Da. Haben wir sogar einen mehr. Das ist so ein Träumchen. So, jetzt kann man sich hier drum kümmern. Sehr schön. Physische Attacke plus 15, immer gut. So, kritische Trefferrate von Waffenfertigkeiten. Eigentlich auch nicht schlecht. Kritischer Trefferschaden plus 10% ist sehr gut. Schnelligkeit ist sehr gut bei Tifa. TP Maximum plus 300. Ein Träumchen. Ich glaube, hier brauchen wir fast alles. TP Maximum plus 300. Magische Attacke setzt sie jetzt nicht so oft ein. Da muss ich mal gucken. Schaden von Entfesselung, normalen Angriffen plus 5%, das ist an sich nicht schlecht. Den Rest sehe ich jetzt nicht so wirklich wichtig an. Mal gucken. Und hier? TP Maximum auf jeden Fall. Bei niedriger TP, naja, bei niedriger TP, kritischer Trefferschaden plus 10. Kritische Trefferrate plus 10.
haben wir? Okay, und hier? Haben wir alles Wichtige bis auf die magische Attacke? Na gut, Schaden von Entfesselung und des Zangangs Leere. Und da hätten wir noch... Okay. Was ist denn genau Zangangs Leere? Das wüsste ich schon gerne. Zangangs Leere wird zu 70% aktiviert. Am Beginn des Kampfes erhöht sich mit bestimmter Wahrscheinlichkeit die Stufe von Entfesselung. Aber wir können es ja mal probieren. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber... Gut, die restlichen Punkte sparen wir erstmal. Auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Slots mehr. Das ist gut, das heißt... Nein! Das ist es. Oh Gott, ich muss ja erstmal aus dem Menü raus. Stimmt ja, ich komme da echt immer durcheinander. So, Ausrüstung Materia, tiefer. Legen wir mal die Barbie-Handschuhe an. Okay, physische Attacke ist deutlich mehr, aber das macht sie ja hauptsächlich. Glück ist... Ah ja, ein weniger, ne? Aber Schnelligkeit ist mehr. Also an sich gar nicht schlecht. Übernimm mal die ganzen Materia. Yep. So, das passt auch alles bei ihr. Das ist ja sowieso nur drin wegen Leveln hier. Also nicht wirklich wichtig. Gewitter, Magieboost, Erstschlag. Dann können wir ihr noch was dazugeben. Die Frage ist, was? Warte mal, hat sie Gebet drin? Nee, ne? Doch. Sie hat aber keine normale Heilung mehr, ne? Gut, dann geben wir ihr noch eine normale Heilung. Wie gesagt, ich würde die schon gerne auf allen dreien behalten. Ging ja bloß die ganze Zeit nicht. Heilung, Heilung, Heulung, Heilung, 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 Heilung. Glut wiederbeleben, behandeln, heilen. Da, guck, wir haben sogar einen. Der ist sogar Max. Sehr schön. Dann passt das. So, Kistchen haben wir auf jeden Fall. Das und Träumchen. Aber hier sind wir, glaube ich, nicht richtig. Das war nur für die Kiste. Komm, lass los. Danke. Irgendwie finde ich das voll cool hier im schönen Hauptgebäude. Ich weiß nicht warum. So, von hier sind wir gekommen. Aber wir müssen wahrscheinlich hier die Leiter hoch. Einmal andersrum. Nein, lass los. Danke. Hier hoch. Wir müssen hier irgendwie wieder wegkommen bei den Autos. Eine Kraftprobe? Na, da bin ich doch dabei. Naja, du hast ja bei Anjan trainiert, ne? Die Mucke, das ist absolut genial. Ich sag ja, ein bisschen wie beim Mission Impossible. Okay, wir müssen hier durch die Mitte. Schön. So, dann lass mal los. Geht's weiter? So. Okay, hier müssen wir schon hier runter. Okay, einmal rum hier. Ich hoffe nur, wir fallen hier jetzt nicht runter, müssen alles einmal von vorne machen. Kriege ich einen Anfall. Aber für jemanden, der es nicht gewohnt ist, mit Sticks zu spielen, ist das hier nicht so ganz einfach. Nicht aufgeben. Okay, der Weg bringt uns zu gar nichts. Jetzt heißt es durchhalten. Nur noch ein Stück. Einmal gerade durch. Ne, so kommen wir nicht weiter. Aber hier doch auch nicht, oder? Ich sehe hier keinen Weg weiter. Warte mal, ich glaube... Nee. Warte mal, wo geht's denn hier weiter? Ich komme hier doch gar nicht rein. Ich glaube, ich bin gerade völlig... Nee, doch. Das habe ich vorher nicht gesehen. Da. Da geht's weiter. Wir müssen hier über das Gestänge. Sehr schön. Hier geht's anscheinend nicht weiter. Aber auch nicht. Aber von hier. Müssen wir hier über das. Ah, ich glaube, wir müssen hier rüber, oder?
Ne? Hier, dann lass mal hier gucken. Hier müssen wir rüber. Bin ich jetzt zurückgeklettert? Nee, oder? Mal kurz gucken, ob hier was ist. Nein. Hier ist, glaube ich, eine andere Leiter. Gleich ist's geschafft. Freut euch auf meinen Abschlusssprung. Okay. So, hier sind wir wieder auf den Lämpchen. Diesmal müssen wir doch rüberkommen, oder? Sehr schön. Den nochmal? Trotzdem frage ich mich gerade, warum hier nicht eine Wache ist. Ich meine, wir sind im Schimmerer Hauptgebäude, quasi in der Hülle des Löwen. Im Nest des Bösen. Und niemand versucht uns aufzuhalten? Oha. Okay. Okay. Kommen wir so wo rein, aber wie kommen wir wieder raus? So, drin sind wir. Du Meisterdiebin. So kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Hä? Hat funktioniert. Müsste das nicht Alarm auslösen? Ich habe gar nichts gemacht. Na, auch gut. Tifa, kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo, das Labor von Professor Hojo. Etage 65. Alter. Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. Mal abgesehen, das ist 100 pro eine Falle. Ich meine, wenn sie sagt, sie hat nichts gemacht, das heißt, Shinra hat das abgeschaltet. Die haben uns aber sowas von im Blick hier. Aber sowas von. Okay, wir haben die Karte. Jetzt ist nur die Frage, was ist Fahrstuhl, was ist Treppe? Da vorhin die Hauptquest nach da gezeichnet und Berend ja unbedingt mit dem Fahrstuhl will, ist das wahrscheinlich die Treppe. Ich werde einmal abspeichern. Jojo. Sehr schön. Einfach nur aus dem Grund. Ich weiß nicht, was besser ist, Fahrstuhl oder Treppe, aber allein um Berend zu ärgern, nehmen wir die Treppe. Aber ich würde gerne auch den Fahrstuhl nach. Ich würde gerne beides sehen, das ist das Problem. Dessen speichere ich einmal ab, den kann man nochmal neu laden. Hier ist gar nichts. Habe ich mich jetzt so getäuscht? Ne, das ist die Treppe hier. Alles klärchen. Muss das sein? Ja, Bär. So, als mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, ja, ist schon klar, aber... Ja, Bäre, das hast du dir selbst zuzuschreiben. Oh, sind doch bloß ein paar Treppen. Ein echter Klacks. Das ist kein Rennen, okay? Wer ihr hetzt? Okay, das ist nix. Denn 59 Stockwerke zu Fuß, okay. Kommen wir hier rein? Nee, ne? Kommen hier wohl nichts so rein. Aussieht? Sicher besser bewacht. Da oben sind wichtige Einrichtungen. Die werden leichtes Spiel mit uns haben, wenn wir keuchend da ankommen. Wir müssen uns unsere Kräfte gut einteilen. Können wir langsam mal eine Pause machen? Mensch, Barrett! Schön! Selber schuld, Barrett. Selber schuld. Wollt ihr es nicht aufgeben? Ihr könnt es auch auf mich schieben. Geht dir etwa die Puste aus? Und wovon träumst du sonst so? Oh, könnt ihr den Quatsch bitte lassen? Vom Streiten werden die Stufen auch nicht weniger. Tifa, ich wollte doch nur... Deine Ausreden kannst du dir für oben aufheben. Okay, Treppe ist schon cool. 14. Oh Gott, Cloud wird aber auch langsamer. Oh Gott. Hey, nicht so schnell.
Ah, schön. Oh Gott. Auf die Idee würde ich nicht mal in der Realität kommen, Alter. 59 Stockwerke per Treppe. Forschung und Entwicklung sind also ganz oben. Ja, ganz genau. Na, zum Glück. Kletter ich gerne. Cloud, kümmere dich um Barrett. Ja. Ich kann dich nicht hören. Barrett kannst du mir überlassen. Sorry, Kumpel. Dann schieb mal ein bisschen. Vergiss es. AG 24, oh Gott. Lauf nicht davon! Ah, aber Cloud kommt auch aus der Puste, der wird langsamer. Ich habe sie mich gerade kürzlich bemüht. Schön. 28, okay. Was waren das? 58, 59, wo wir hin müssen? Hey, ihr beiden, wo bleibt ihr? Yo! Sind ganz nah an dir dran. Du klingst dir auf einmal so fit. Muss ein Treppenhoch sein oder so. Ja, schon klar. Ach, ehrlich? 32. Oh, ich hoffe, Rebirth hat auch so einen Humor drin. Ich hoffe es. 33. Cloud, lauf nicht davon. Erschöpft? Ja, ein bisschen. Aber geht schon wieder. Alter, wie unser Leben runtergeht. Super! Dann spurtet mal los! Nur wegen den Treppen. Unbildlich, Barrett. Wenn ich stehen bleib, falle ich doch tot um! Schön! So überholt er mich plötzlich. Los! Das ist schon gemacht. Unser Leben geht runter. Okay. Ach, herrlich. Ach komm, Barry, wir haben es fast geschafft. Also 39. Oh Gott, Cloud bewegt sich auch kaum noch. Was passiert denn erst beim Fahrstuhl? Oh, seid mir nicht böse. Wir werden gleich nochmal laden. Ich möchte mir unbedingt beides angucken. Auch den Fahrstuhl. Das ist klar. 41. Schön. Wie weit geht diese Scheißtreppe eigentlich nach? Barrett dreht gleich durch. Kannst du ja mal fragen? Glaub kaum, dass sie dir antworten würde. Mann, Cloud. Das war jetzt selbst für dich zu krass. Sollte ein Witz sein. Ihr zwei Dieben. Okay. Ach, schön, herrlich. Und Cloud bewegt sich auch kaum noch. Der schleicht hier gerade rum. Herrlich. 46, wir haben es da fast geschafft. Okay. Es ist 47. Ich glaube, bis 58 oder so müssen wir. Dieser Weg zieht sich echt endlos. Aber wenigstens braucht man nicht kämpfen. Lass es bitte. Wieso? Oh, echt. 59 Stockwerke per Treppe. Weil wir kein Unglück heraufbeschwören wollen. Ja, klopf lieber dreimal auf Holz. Leiste mir deinen Kopf. Halt einfach den Mund.
Oh Gott, Cloud bewegt sich kaum noch, Alter. Ach, ehrlich. Oh Gott, komm Cloud, 52, wir haben es fast geschafft. Oh, schön. Ah, sowas sieht man selten heutzutage in den Spielen, dass so eine Art von Humor eingebaut wird. In den meisten Spielen muss auch heutzutage leider immer alles schnell, schnell gehen, was ich echt furchtbar finde. Cloud klappt auch gleich zusammen und kriecht aus dem letzten Loch. Ah, geh. Vor allem habe ich auch gerade den Eindruck, dass die Musik anfängt zu lernen. 54. Ist schön. Wir sind ja gleich da. Ah. Die anderen schon vor mir, oder was? 55. Es reicht! Ich drehe jetzt um! Ja, Berit, dann lauf mal wieder die ganzen Stockwerke runter. Du willst die ganzen Stufen wieder runterlaufen? Wir haben es doch fast geschafft, herrlich. Ach, das ist ein Träumchen. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Manchmal musst du Gefühle verstecken. Unser Tieferchen singt wieder. Okay. Ja, schön, herrlich. 58? Ist es klar? Ich glaube, der wird Cloud am liebsten erschlagen. Ah, wir sind oben. Schön. 59. Ah. Okay. Ich glaube, wir sind da. Ah, das war's aber auch wert. Das war's aber auch wert. Jetzt wird es ernst. Gut. Los geht's. Okay. B13 Materia Genese. 70, 80, 90, 100, 110. Makrodichte erreicht kritisches Ausmaß. Initiiere die Kühlung mit Frostmateria. Mit Verlaub, Zeit für ihr Meeting. Mit Verlaub. Wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. Makrodichte und Materia im stabilen Bereich. Der Materia-Kern nimmt an Masse zu. Schön. Dann zeig mir mal, was in dir steckt, mein Schatz. Verzeichne Anomalien. Wir gehen. Grenzwerte überschritten, weiter steigend. Die Lösung beginnt sich zu kristallisieren. Kontrolle verloren. Verdammt, wir werden alle... Mischt hinterher alles schön auf. Was? Was ist das denn für eine Silikonhexe? Ist in der Tat ziemlich himmlisch hier. Suchen wir den Empfang. Alles Klicken. Okay. Aber ich möchte trotzdem gerne, sei mir nicht böse, auch den Fahrstuhl sehen. Speichern und laden. Dessen habe ich vorher gespeichert. Jetzt gucken wir uns den Fahrstuhl an. Das ist. Genau, in der Höhle des Lösen. Nein, das ist der automatische. Hier. Da haben wir extra vorher gespeichert. Schön. Okay. So, jetzt sind wir wieder unten. Und.
Jetzt nimm mir den Fahrstuhl. Ich möchte beide sehen. Die Treppe ist schon göttlich. Das ist schon echt schön gemacht. So, welchen Fahrstuhl sollen wir denn nehmen? Ist es egal? Bing? Oh, die gehen zu dem? Okay. Alles klärchen? Rinder. Vielleicht passiert hier ja auch noch was Besonderes. Ach, das ist schon ein Träumchen. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Dann bin ich mal gespannt. Wie es oben wohl aussieht? Sicher besser bewacht. Da oben sind wichtige Einrichtungen. Und nun? 10. Etage. Vorsicht an den Türen. Hey, hier! Okay, 10. Etage, geht nach! Das ist klar. Du gibst zumindest noch ein bisschen EP, ne? Ach, geh. Mal sehen, was sonst noch alles kommt. Es werden ja wohl nicht überall Gegner sein, oder? Es ist aus. Schön gewonnen! Okay, scheint außer der Fahrstuhl sonst nichts Besonderes zu sein. Dann lass uns mal wieder rennen. Wir sind ja noch nicht oben, ne? Alles ist ein Klärchen. Hat der mich erschreckt. Ob die uns gemeldet haben? Dafür fehlte die Zeit. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Ich liebe diesen Humor. Ob wir nochmal anhalten? Die faulen Schinrasäcke sollen mal die Treppe nehmen. Wenn jemand aufkreuzt, stellen wir ihn ruhig. Wird schon werden. Das nimmt langsam Überhand. 20. Etage. Vorsicht an den Türen. Okay, 20. Etage, auch Gegner. Alles geben! Versteht sich aber von selbst! Denn einmal Schwertsturm rühren? Das ist sehr schön. Okay, weiter geht's. Es werden ja wohl jetzt nicht alle 10 Etagen Gegner kommen, oder? Und dann ist die Treppe deutlich lustiger. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Schön. So, dann leg mal los. Und zwar schnell. Das dauert aber ganz schön lange. Wir können auch die Treppe nehmen. Bis ganz nach oben? Nee. 30. Etage. Vorsicht an den Türen. Macht euch bereit. Los! 30. Etage. Los. Okay. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Oh, das war eine normale Mitarbeiterin. Okay. Hier arbeiten natürlich auch ganz gewöhnliche Leute. Ja, selbstverständlich. Wenn es melden geht. Was kommt jetzt? Vorsicht an den Türen. Ja. Alles in Ordnung. Um dich mache ich mir mehr Sorgen. Verstehe. Dann ist gut. Hä? Mutter, sag doch nicht sowas. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Nein, im Moment wissen wir noch nichts. Avalanche könnte also jeden Augenblick nochmal zuschlagen. Sei besser vorsichtig. Nach oben. Außerdem. Wirklich kann ich nicht mit, dass sie drinstehen. Schön. Tja, so ist das. Auch bei Shinra arbeiten Leute wie du und ich. Mit einem Zuhause. Und Familien, die auf sie warten. Das wusste ich natürlich, aber. Aber so. Aus der Nähe. Keine schlechten Menschen. Aber auch Ignoranz richtet Schaden an. Deshalb müssen diese Leute wachgerüttelt werden. Wir müssen ihnen unbedingt klar machen, dass der Abbau von Marco schreckliche Folgen hat. Nur dann kann die Welt sich ändern. Da hat er wohl recht. Beide. Tifa. Wir sind hier, um Eris zu retten. Hast ja recht. 59. Etage. Vorsicht an den Türen. Okay, jetzt sind wir oben. Sehr schön. Okay, das kennen wir ja schon, das haben wir eben gesehen. Die sehen wir, die ich dort jetzt einmal überspringen. Das ist die Silikonhexe.
alles klar. Wir sind im Himmelsfoyer. Alles gelegen. Gut, Fahrstuhl ist auch gut gemacht. Aber die Treppe ist besser. Die ist eindeutig besser. Hey, seht mal. Cloud, komm mal rüber. Ja, willkommen, willkommen, willkommen. Die Mucke hier oben, schön. Diese Ärsche. Mhm. Fahren hier hoch und sehen die Aussicht. Und freuen sich in Wolf, wie schön das alles ist. Jedes einzelne dieser Lichter brennt nur, weil Shinra dem Planeten das Leben aussaugt. Und die merken es nicht mal. Das wäre mir ja fast auch so gegangen. Ja, gut. Wir werden Shinra schon aufhalten. Jetzt hat Eris erstmal Vorrang. Ist hier noch irgendwas, was man einsammeln könnte oder so? Nee, ne? Mann, ich weiß, wir müssen nach vorne gleich zum Schalter. Das habe ich gesehen. Aber mich wundert es immer noch. Und wir haben es ja auch da in dem Video mit der Silikonhexe gesehen. Wir waren erst auf den Kameras und dann plötzlich weg. Also, irgendjemand manipuliert hier die Kameras. Irgendjemand versucht zu verhindern, dass Shinra uns bemerkt. Frage ist, wer? Ich glaube, ich brauche eine Pause. Weil wir fallen hier ja auch gar nicht auf, dick bewaffnet zwischen den ganzen Schlipsträgern, ne? Ich meine, okay. Ja, lass uns überraschen, wie es hier weitergeht. Und seid mir nicht böse, weil ich jetzt beides gemacht habe, Treppe und Fahrstuhl. Aber ich wollte unbedingt beides sehen. Aber Treppe ist besser. Allein schon, dass Bären so abdreht. Treppe ist deutlich besser. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüssi.